Lena, Sabrina und Sönke haben T-Shirts mit Pailletten an. Auch Jakob und Julia haben so ein T-Shirt. Das Besondere daran ist, dass man diese Pailletten umdrehen kann. Die gibt's mit verschiedenen Bildern. Und weil viele von euch auch so ein T-Shirt haben, wolltet ihr von uns wissen, wie die Pailletten festgemacht werden und wie das überhaupt funktioniert, dass man die umdrehen kann. Und wir lösen jetzt das Geheimnis. Der erste Teil des Geheimnisses ist, dass unsere Pailletten hier auf der einen Seite rot sind und auf der anderen Seite silbern. Die haben also zwei unterschiedliche Farben. Aber gibt es da irgendeinen bedauernswerten Menschen, der jede Paillette einzeln festmachen muss? Das ist natürlich Quatsch. Dafür gibt's eine Maschine. Das ist ein Riesending, das hat 24 sogenannte Stickköpfe, auf denen man gleichzeitig 24 solche T-Shirts machen kann. Die Pailletten werden nämlich nicht fest genäht, sondern festgestickt. Meistens stehen diese Maschinen in Asien, aber die werden zum Beispiel auch in Deutschland gebaut. Und deswegen sind wir mal zu so einer Firma hingefahren, die solche Dinger baut, und haben uns mal einen Stickkopf genauer angeschaut. Da kann man das nämlich besser sehen als an dieser Riesenmaschine. Los geht's mit den Pailletten, die sind auf Spulen und in langen Bändern. In unserem Fall hier sind die auf der einen Seite schwarz, auf der Rückseite silbern, daneben ein weißes Band, auch auf der Rückseite silbern, daneben noch ein braunes, Rückseite auch wieder silbern und so orange-kupferfarben und auf der Rückseite auch silbern. Und alle haben ein Loch. Diese Bänder sind auf Spulen und vier solcher Spulen werden auf dieser Maschine festgemacht. Das macht die Laura Friese und die zeigt uns jetzt, wie das funktioniert. Als erstes wird das Band in den Paillettenfuß, so heißt das Ding, eingefädelt. Durchgeschoben, dann wird der Fuß zugeklappt und dann wird das Band um verschiedene Rollen und Stifte rumgelegt. In diesem Fall ist es das Band mit den weißen Pailletten, damit das nachher, wenn die Maschine läuft, alles ordentlich geführt ist. Spule stramm ziehen und wenn das fertig ist, fädelt sie das Band mit den schwarzen Pailletten ein. Auch in diesen Paillettenfuß von hinten. Und jetzt liegen zwei Paillettenbänder hintereinander und übereinander, das weiße und das schwarze. Und wenn die anderen beiden Spulen auch noch eingespannt sind, dann braucht man auch was, wo drauf gestickt werden kann. Wir haben hier kein T-Shirt genommen, sondern einfach nur ein glattes Stück Stoff. Das wird mit solchen Metallschienen festgespannt, damit es nicht verrutschen kann. Und jetzt brauchen wir noch ein Bild. Überraschung, wir nehmen natürlich die Maus. Die hat vier Farben, orange, braun, weiß und schwarz. Wir wollen also auf der einen Seite ein Mausbild haben, auf der anderen Seite soll alles silbern sein. Als nächstes muss sie dem Computer sagen, wo überall solche Paillettenplättchen hin sollen. Erst setzt sie die einzeln nebeneinander und nach einer Weile kann sie die dann kopieren und irgendwann hat sie dann das ganze Bild mit Pailletten voll. Dann muss sie dem Computer noch sagen, wie der Faden laufen soll, mit dem die Pailletten befestigt werden. Und das ist ziemlich speziell. Also, das geht nach unten, Paillette festmachen, wieder nach oben, zur Seite, nächste Paillette, wieder nach unten, Paillette festmachen, wieder nach oben, wieder zur Seite, wieder nach unten, wieder nach oben und so weiter und so weiter. Und dann hat sie nach einer ganzen Weile ein merkwürdiges Bild, auf dem sie den Fadenverlauf von allen Fäden sehen kann. Das Letzte, was sie jetzt noch tun muss, ist dem Computer sagen, an welche Stelle welche Farbe kommen soll. Drunter liegt immer noch das Mausbild und mit dem Cursor markiert sie jetzt die Stelle, wo zum Beispiel die weißen Pailletten fürs Auge hin sollen. Da sieht man's. Und wenn sie sich jetzt das ganze Bild anschaut, wie hier, da sieht man Auge weiß. Wenn sie alle Farben festgelegt hat, kann sie am Computer schon kontrollieren, wie das Mausbild in Pailletten aussehen soll und ob alles richtig ist. Die ganzen Daten, die sie in den Computer eingegeben hat, die schickt er jetzt an die Stickmaschine und die legt los. Die macht aber erstmal keine Pailletten fest, sondern die macht eine dicke, weiße Linie nur aus Garn. Und erst danach fängt sie an, die erste Reihe von Pailletten festzusticken. Da sieht man's. Warum diese dicke Linie aus Garn? Damit die erste Reihe der Pailletten etwas erhöht steht, damit man mit dem Finger leichter drunter kommt und sie besser umdrehen kann. Aber wie klappt das überhaupt, dass man die Pailletten umdrehen kann? Das funktioniert nur durch diesen speziellen Stich, den die Frau Friese dem Computer eingefüttert hat. Also erst zur Seite einstechen,
Dann kommt die Paillette. Die Nadel mit dem Faden geht durch das Loch in der Paillette. Dadurch entsteht eine Schlaufe, wieder nach oben. Ein Stechen, dadurch entsteht eine zweite Schlaufe, dann wieder zur Seite, dann kommt die nächste Paillette. Und weil man es nicht so gut sehen kann, haben wir ein kleines Modell gebaut. Also, da ist unser Faden und da ist die Nadel. Der Faden geht durch die Nadel. Und die Nadel mit dem Faden sticht durch den Stoff. Achtung und jetzt. So, wenn die Nadel aber jetzt wieder rauskäme, müsstet ihr den Faden doch eigentlich wieder mit rausziehen. Das tut sie aber nicht, der Faden bleibt hinten. Und warum das so ist, das zeigen wir beim nächsten Stich. Wenn die Nadel nämlich durch die nächste Paillette fährt. Da ist sie. Der Faden geht durch. Und wenn die Nadel hinten rausgekommen ist, dann sehen wir die Lösung. Da gibt es nämlich noch einen zweiten Faden. Und der wird mit dem ersten Faden verknotet, so nennen die Fachleute das. Er wird eigentlich nur durchgezogen und deswegen zieht die Nadel den orangen Faden nicht wieder mit nach draußen. Diesen zweiten Faden gibt es natürlich auch an der richtigen Stickmaschine. Und weil der unten drunter ist, nennt man den Unterfaden. Da sieht man zwei Fäden. Der senkrechte weiße Faden, der nach oben geht, das ist der Unterfaden in unserem Modell, der weiße. Und der schräg da drüber läuft, hier kann man es nochmal sehen, das ist der Oberfaden in unserem Modell, der orange. Und genau der Moment, wenn die übereinander gehen, das ist der Moment, wo die Fäden verknotet werden. Da. Jetzt der zweite Stich nach oben, dadurch entsteht die zweite Schlaufe, wieder nach hinten. Nochmal das gleiche, wieder Faden verknoten. Und dann ist die Paillette jetzt wirklich fest. Und jetzt ging es wieder von vorne los, einstechen und so weiter. Jetzt haben wir zwei Pailletten festgemacht und durch die Schlaufen lassen sie sich bewegen. Bei unserem Modell nicht ganz so doll, aber es ist ja eben auch ein Modell. So funktioniert das. Aber da war doch noch was. Die Pailletten hängen ja eigentlich auf Bändern hintereinander. Wie kommt das denn, dass die Stickmaschine die dann einzeln feststickt? Müssen wir uns nochmal genauer angucken. Also, immer wenn die Nadel runterkommt, drückt die auf ein Messer. Da kann man sehen. Die drückt jedes Mal runter, aber nicht jedes Mal schneidet die eine Paillette ab. Gucken wir uns nochmal von vorne an. Achtung! Da kommt die Nadel und drückt das silberne Ding nach unten. Das ist das Messer. Aber nicht jedes Mal kommt eine Paillette, sondern nur bei jedem dritten Stich. Achtung! Jetzt im Kreis, da kommt die Paillette, Messer, abschneiden, festmachen. So geht das. Aber nicht so langsam, sondern in rasender Geschwindigkeit. So stickt die Maschine eine Reihe nach der anderen. Bis zu 1000 Stiche in der Minute. Nun gibt es aber noch das Problem mit den vier Farben. Ganz am Anfang haben wir gesehen, da gab es zwei Spulen mit Schwarz und Weiß. Das ist relativ einfach. Die kamen von den beiden rechten Spulen. Links die weiße, rechts die schwarze. Und die beiden werden unten in den Stickfuß geführt. Und je nachdem, welche Farbe man braucht, wird die eine oder die andere nach vorne geschoben. Mehr kann man davon nicht sehen, aber so funktioniert's. Jetzt hat die Maus aber vier Farben, fehlen noch Orange und Braun. Und diese beiden Farben sind auf den anderen Spulen, nämlich links, die jetzt etwas höher stehen. Und wie funktioniert das jetzt, wenn man die Farbe wechseln will? Als erstes muss der Faden, der bis jetzt schwarz und weiß genäht hat, festgestickt werden, damit sich das nicht wieder aufribbeln kann, was man bis jetzt mühsam gestickt hat. Faden ab, jetzt geht der eine Paillettenfuß nach oben. Die ganze Maschine fährt weiter nach rechts. Und da gibt es dann eine zweite Nadel und einen zweiten Faden. Und die zweite Nadel fängt auch damit an, dass der Faden erstmal festgestickt wird, damit auch der sich nicht aufribbelt. Dann fährt der zweite Paillettenfuß nach unten. Und dann kann man mit Orange und Braun weitermachen. Und das Ganze natürlich wieder mit bis zu 1000 Stichen in der Minute, bis das ganze Bild fertig gestickt ist. Insgesamt braucht man 47.292 Stiche, um 8.246 Pailletten festzumachen. Das Ganze dauert 3,5 Stunden. Und dann kann die Frau Friese das Bild unter dem Stickkopf rausholen und gucken, ob alles geklappt hat. Scheint so, das ist das Auge. Und jetzt das ganze Bild, eine Seite silbern und auf der anderen Seite die komplette Maus. Ja, hat alles geklappt. So, jetzt wisst ihr, wie das geht mit den Wendepailletten, wie die auf dem T-Shirt festgemacht werden und wie man die umdrehen kann.